Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Feinde deiner Feinde Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Feinde deiner Feinde von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2012. So sieht das aus. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Die Box ist ziemlich groß und von im ersten Erscheinungsbild auch ziemlich edel. Das Ganze ist nämlich in so einer Stagecase-Optik gehalten. Also falls ihr das kennen solltet, wenn Bands unterwegs sind, wenn die auf Tour sind, dann haben die oftmals ihre ganze Ausrüstung, das ganze Equipment, das sie da so für die Bühne brauchen, in solchen Koffern untergebracht und die gibt es in verschiedenen Ausführungen und sehen dann meistens ziemlich genau so aus. Und in diesem Stil wurde auch diese Box gehalten. Also so von der Optik, von der ganzen Aufmachung her, sehr gelungen in meinen Augen. Wir haben das Ganze hier in Schwarz gehalten mit silbernen Elementen. Und zwar Alu ist das hier meistens. Hier auf der Vorderseite lesen wir einmal groß in Weiß den Namen der Band Freiwild. Dann haben wir hier ansonsten den Rest hier in Silber gehalten. Einerseits diese Balken, diese Kanten und dann natürlich immer an den Ecken hier, um das Ganze auch ein bisschen zu schonen, zu dämpfen. Hier dann solche Metallknubbel, sage ich jetzt mal, also solche Schoner hier an den Ecken. Hier vorne haben wir dann noch zwei Schließen, um das Ganze zu öffnen. So sieht das von unten aus. Von der rechten Seite so. Hier haben wir dann nochmal einen Totenkopf aufgedruckt, ebenfalls in Weiß. Auf der Rückseite lesen wir wieder Freiwild. Dann haben wir hier die Scharniere, die den Boxdeckel halten und hier dann auch nochmal der Totenkopf. Also von der Optik in Schwarz-Silber gehalten und eben mit diesen weißen Aufdrucken. Dann schauen wir mal hinein. Hier lässt sich dann das Ganze öffnen. Einmal, zweimal. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Schal. Dann haben wir eine Haube, eine Mütze. Ein Poster. Eine Autogrammkarte, hoppla, das Album an sich plus DVD und dann haben wir hier auch noch zwei Schlüssel mit dabei, um das Ganze dann entsprechend abzuschließen. Dazu kommen wir dann noch. Von innen ist die Box in Schwarz gehalten und ist hier so mit Stoff ausgekleidet. Also hier das gesamte Innenleben mit diesem schwarzen Stoff. Machen wir mal wieder zu. Und vorab noch eine kleine Info zum Boxinhalt, denn es gibt noch einen Boxinhalt, den ich euch allerdings jetzt nicht mehr zeigen kann, weil ich ihn nicht mehr habe. Und zwar, hier kurz zur Info für euch, das ist der gesamte Boxinhalt und diesen hier kann ich euch nicht mehr zeigen, weil er schon eingelöst wurde. Es gab nämlich in jeder dieser Boxen, in diesen Stagecase-Boxen, gab es einen Gutschein für ein Ticket der Unplugged Arena Show. Bedeutet, zur Tour, zu dieser Feinde deiner Feinde Tour gab es damals dann diesen Gutschein und hier lesen wir es, ein Ticket zur Unplugged Arena Show 2013. Bedeutet, man konnte sich dann eben frei aussuchen, bei welchem Tourstopp, bei welchem Date man dieses Ticket einlösen möchte und dann hat man eine Tourkarte, eine Ticketkarte bekommen und die hat so knapp über 40 Euro gekostet. Also das war schon eine Menge Geld damals, die man sich da erspart hat oder beziehungsweise einlösen konnte. Gut, wir haben hier diverse Sachen noch in Folie. Einmal diese Mütze hier. Dann den Schal. So, und dann noch das Album. Die restlichen Sachen kommen hier ohne Folie aus. Dann werden wir mal das Ganze hier aus der Folie holen. Das letzte Teil, was hier noch in Folie ist. So. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier zusätzlich zu dem eigentlichen Album auch noch eine DVD dabei. Das können wir hieran erkennen. Wir haben hier einen FSK 12 Sticker. Dann haben wir hier das Cover des Albums. Und zwar haben wir hier die vier Gesichter. Also diese
Abschnitte der Gesichter, sagen wir mal besser so. Und das sind die vier Bandmitglieder, die hier zusammengeschnitten wurden zu mehr oder weniger einem Gesicht. Hier lesen wir dann wieder Freiwild Feinde deiner Feinde. Und das hier ist ein Sticker, den können wir auch abnehmen. Und das, was wir hier haben, ist so eine kleine Kartonbox, die das eigentliche Album und die DVD dann darin schützt. Hier auf der Seite sieht das so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 21 Tracks auf dieser CD. Das ist eine Menge. Und dann haben wir noch die DVD. Hier haben wir einmal das Making-of von Feinde deiner Feinde. Und dann haben wir hier Musikvideos. Jede Menge Musikvideos. Wir sehen es hier, 8 Stück an der Zahl. Das Ganze lässt sich dann hier herausschieben. Und jetzt sehen wir auch, das war nicht irgendwie aufgedruckt, sondern es war wirklich so ein Sichtfenster, durch das das Album, durch diese Aussparung hier durchgesehen hat. So sieht dann die eigentliche Variante aus, also das Digipack. Hier haben wir wieder die vier Herrschaften, die vier Bandmitglieder. Das kennen wir schon. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal die Tracklist plus die DVD, also die gesamten Inhalte aufgelistet. Und dann haben wir hier den Herrn Burger, also Philipp Burger, der Sänger und auch Gitarrist der Band, hier in Schwarz-Weiß und Gold abgedruckt. Dann haben wir die Credits und einen Barcode. Bedeutet, diese Variante kann man natürlich auch regulär im Laden kaufen. So, dann schauen wir mal hinein. Es ist das 8. Album der Band. Und wie wir sehen können, haben wir hier die diversen Mitglieder der Band auch im Innenleben. Also hier haben wir einmal den Drummer der Band, in diesem Fall Christian. Dann haben wir hier noch, ja, das ist auch nochmal Philipp. Dann hier noch Jonas. Und hier haben wir dann auch noch den Jochen. Gut, dann schauen wir mal ins Booklet, was wir hier so haben. Und zwar haben wir hier einmal eine Verlosung. Deine Gewinnchance, große Verlosung zur Freiwild Unplugged Arena Show 2013. Okay, also zusätzlich gab es da noch für die regulären Käufer dieser Variante, gab es dann auch nochmal 500 Freitickets hier zu gewinnen. Gut, ist wohl mittlerweile hinfällig. Wie gesagt, die Tour war so Ende 2013. Dann haben wir hier das Booklet, das ziemlich dick ist. Jawohl, und genau so stelle ich mir ein Booklet vor. Also das ist sehr viel Text hier, und zwar haben wir hier wirklich jeden Track Wort für Wort abgedrückt. Hier die Lyrics mit dabei, dann wieder weitere Aufnahmen und alles hier in diesem Schwarz-Weiß und Gold gehalten vom Artwork her. So, dann hier einmal die vier zusammen auf einem Bild. So, dann haben wir hier zum Abschluss die Credits. Wer hat hier alles mitgewirkt, wer war beteiligt an dem Album? Und dann haben wir nochmal ein Foto der vier. Cool, so viel dazu. Also ein sehr umfangreiches Booklet plus dieser Gewinncode, dieser Gutschein, dieser Teilnahme am Gewinnspiel. Dann haben wir hier einmal die CD, wenn wir sie ausbekommen. Sieht so aus, von der Optik ein bisschen wie so eine Schallplatte. Also hier sind die 21 Lieder drauf. Und dann haben wir noch die DVD, der wir ja diesen FSK 12 Hinweis zu verdanken haben. Und die sieht dann so aus, auch in dieser Schallplatte, in dieser Vinyl-Optik. Und hier eben die Bandmitglieder. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Ja, schaut gut aus. Das Ganze geht dann hier wieder rein. So, dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Die sieht so aus, im Querformat. Und hier die vier mit einem Einkaufswagen. Also, die haben hier nicht alle Platz. Zumindest Christian sitzt hier drinnen. Und die anderen, ja, Jonas dürfte irgendwie schieben. Und dann eben noch Philipp und Jochen an der Seite. Hier lesen wir dann wieder Freiwild und wir haben hier auch wirklich vier Unterschriften. Also hier hat sich jeder verewigt. So sieht das aus.
Feinde deiner Feinde, Arena Tour, das waren die Dates Ende 2012. Jawohl. Dann haben wir ein Poster beziehungsweise einen Kalender. Und zwar sieht der so aus. Also im Querformat. Hier haben wir noch das Jahresende 2012. Hier haben wir den Oktober, den November und den Dezember in der obersten Reihe. Dann geht es unten gleich weiter, hier in der Mitte mit Januar, Februar, März 2013. Und jeder dieser Monate ist dann auch unterlegt mit Schwarz-Weiß-Fotos. Also hier, ja, sieht so aus, hier oben links wie Backstage. Dann haben wir hier diverse Eindrücke von Konzerten, von Live-Shows. Hier lesen wir dann Freiwild 2012 bis 2013, Feinde deiner Feinde. Und auf der Rückseite ist das Ganze dann auch wieder in diesem Stil gehalten. Und hier haben wir dann nochmal 9 Monate, die dann das Jahr 2013 komplettieren. Also hier dann wirklich pro Bild ein Monat mit dabei. Schöner Jahresplaner. Kann man sich aber natürlich auch abseits des Kalenders aufhängen, weil einfach so von den Bildern her sehr gelungen. Und dann haben wir noch Textilien, 2 Stück an der Zahl. Und zwar haben wir hier einmal einen Schal, der sieht so aus, ist in Schwarz und dann hier mit weißen und grauen Buchstaben drauf. Also hier lesen wir einmal Feinde deiner Feinde, der Albumtitel, wobei man sagen muss, hier deiner, es kommt vielleicht jetzt nicht ganz so gut rüber, ist in einer anderen Farbe. Also die Feinde deiner Feinde. Feinde ist hier in weiß und grau in der Mitte dann deiner. Und dann haben wir hier auch noch frei und wild an der Seite. So sieht das aus. Mit schwarzen Fransen an den Enden. Und auf der Rückseite lesen wir hier nochmals FDF, die Abkürzung des Albumtitels. Und dann hier nochmal frei wild groß geschrieben. Jawohl, das ist der Schal. Damals perfekt zum Jahresende für den Herbst und Winter geeignet. Und um den Schal dann perfekt noch zu kombinieren, gab es dann noch diese Mütze hier dazu. Hier lesen wir auch wieder FDF und hier dann noch Freiwild. Also, wie man das dann trägt, ob das jetzt nach vorne sieht oder eventuell hier der Bandname, das kann man sich natürlich aussuchen. Dann schauen wir noch hinein, aber ich befürchte, nein, hier haben wir kein Etikett oder irgendwas, was uns Aufschluss über Material oder Herstellung gibt. Ist nichts dabei. Ja, also hier die beiden Sachen aufgestickt und ich gehe mal davon aus, dass das Baumwolle oder Acryl ist vom Material her. Die Schals sind ja meistens Acryl und die Haube ja Baumwolle oder Acryl, je nachdem. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal, dann haben wir hier passend zu diese Mütze. Den Jahresplaner, dieses doppelseitige Poster im Querformat, die Autogrammkarte unterschrieben von allen Vieren. Dann haben wir, auch wenn ich es gar nicht hergezeigt habe, aber wir haben dann hier noch so ein kleines Plastikbeutelchen, so eine kleine Tasche mit 2 Schlüsseln, um eben entsprechend dieses Stage Case zu verschließen. Und natürlich das Album hier in dieser Deluxe Edition, in diesem speziellen Boxdesign inklusive der DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, in diesem Stage Case. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.